Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und auch heute habe ich für euch ein Rezept aus unserer Koch-Community mit Herz vorbereitet. Und zwar gibt es heute Paprikasuppe. Paprika ist eins meiner absoluten Lieblingsgemüse, aber ich esse das am liebsten roh. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich so bewusst Paprikasuppe hergestellt. Gegessen weiß ich ehrlich gesagt nicht, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es wird. Wir haben ein tolles Rezept rausgefunden mit Tomaten auch noch dabei. Dann gibt es auch noch von unserer selbstgemachten Chili, von unserem selbstgemachten Chili-Grundstock. Zwiebeln habe ich. Ich habe Suppengrundstock und das sind 3 gute Esslöffel Frischkäse, auch mit Paprika. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und dann könnt ihr mit mir gespannt sein, wie es geworden ist. Als erstes kommen natürlich unsere Zwiebeln in den Mixtopf. Die werden jetzt zerkleinert, aber das nicht genug. Wir haben auch noch 2 Zehen Knoblauch und ein, ja, Knoblauchzehen, großes Stück Ingwer. Das soll der Suppe einen besonderen Geschmack geben. Das Ganze wird, wie immer, 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Also ein Prozedere, das ist eigentlich bei allem so. Immer 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern am Anfang die Zwiebel. Ich glaube, es gibt wenig Gerichte, wo wir das noch nicht gehabt haben. Dann ebenfalls, wie üblich, das Ganze im Kessel etwas nach unten schieben mit dem Schaber und jetzt kommt unsere Paprika dazu. Ich habe 4 Paprikaschoten, rote genommen, gelbe kann man wahrscheinlich auch nehmen oder orange, grüne würde ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Also ich würde sie nicht nehmen, weil ich mag grüne Paprika nicht so wirklich. Kommt hier rein und dann etwa 10 Gramm Olivenöl. Na, so. Das Ganze wird jetzt 6 Minuten auf Stufe 1 mit 100 Grad erhitzt. So, gleich ist es soweit. Unsere Paprika, Zwiebel, Ingwer, Knobi Mischung ist gedünstet. Und das riecht auch schon sehr lecker nach Knoblauch und Ingwer. Beides Dinge, die ich sehr mag. Drücken wir das Ganze noch mal ein bisschen runter und wir machen die weiteren Zutaten hinzu. Als da wären unsere Tomaten. Das ist eine kleine Dose gestückelte Tomaten. 400 Milliliter oder 400 Gramm, wie auch immer. Dann ein Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Und das hier ist unser Chili-Grundstock. Davon nehme ich, weil es ja auch Kinder essen sollen, mal einen halben Teelöffel. Kann man aber bei Bedarf, bei Wunsch dann nachher auch gerne nochmal nachschärfen. 100 Milliliter Wasser kommen dazu. Und das Ganze wird jetzt 15 Minuten gekocht auf 100 Grad, Stufe 1. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt, weil jetzt gerade so auch mit dem Chili und dem Ingwer und sowas, das könnte sehr, sehr interessant werden. Wie gesagt, ich kann es mir so Paprikasuppe, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen jetzt. Schauen wir mal. 15 Minuten melde ich mich wieder. 15 Minuten sind vorbei. Das sieht schon mal sehr gekocht aus, ist aber ja noch alles ein bisschen stückelig und deswegen werden wir diese ganze Schose hier jetzt noch mal 30 Sekunden pürieren auf Stufe 8. Leute, und nicht vergessen, Deckel drauf. Erstmal die Zeit einstellen, sonst muss ich aufpassen. So, 30 Sekunden, Stufe 8, auf geht's. Round and round and round it goes. So, und das sieht schon mal arg nach Suppe aus, wenn ich das hier richtig interpretiere. Jawohl, genau, also so sieht eine Suppe aus. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen sämiger zu gestalten, machen wir jetzt noch den Frischkäse hier rein. Wie gesagt, das ist so Paprika-Kräuter-Frischkäse. Kann man auch selbst zubereiten übrigens, Frischkäse. Vielleicht machen wir da auch mal
eine Folge, wo wir verschiedene Frischkäse zubereiten. Ja? Ist ja nicht so schwer. Ja? Und falls ihr nicht so lange warten könnt, schaut mal bei uns im Forum. Da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Frischkäse-Rezept. Petersilie auch noch rein. Die kann man zwar nicht selber machen, aber selber anbauen. Und das Ganze nochmal 10 Sekunden Stufe 2 vermischen. Genau, jawohl, sehr schön. Riecht sehr, sehr fruchtig. Schöne Farbe. Ich nehme mir da jetzt mal einen Teller voll. Beziehungsweise einen Löffel. Ja, den ganzen Teller werde ich jetzt nicht mehr packen heute. So, da noch ein bisschen Petersilie. Jawohl. Sehr schön. Und dann schaue ich mal, wie es schmeckt. Meine zumindest bewusst erste Paprikasuppe. Meine bewusst erste Paprikasuppe ist überraschend fruchtig. Es riecht schon so. Ich denke, das kommt natürlich auch durch die Tomaten, aber der Ingwer und unser Chili-Grundstock, der geben dem Ganzen wirklich eine sehr, sehr angenehme Würze. Interessante, fast schon exotische Note, würde ich sagen. Ich mag das. Also das ist auf jeden Fall was, was ich zu Hause nachkochen werde. Kann ich mir dazu nicht sagen. Muss ich jetzt natürlich aufessen, weil es sonst schlechtes Wetter gibt morgen. Ihr wisst, wie das ist, wenn man den Teller nicht auf isst. Ich hoffe, ihr esst euren Teller auch auf, wenn ihr das gekocht habt und es schmeckt euch genauso gut wie mir. Von mir gibt es einen Daumen hoch für die Paprikasuppe und ich hoffe von euch einen Daumen hoch für dieses Video, das euch hoffentlich gefallen hat. Ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe, wenn ich von euch lese. Vielleicht habt ihr auch noch interessante Ideen oder tolle Vorschläge, was wir hier für euch ausprobieren können. Bis dahin sage ich vielen Dank, tschüss und guten Appetit.